So, damit hätten wir unseren Holzvorrat hier wieder. Aber eigentlich würde ich ganz gerne morgen früh loslaufen und mal wieder zur alten Basis gucken. Also zu der da. Primär, um den Honig hier abzuholen. Aber das ist so ein irre langer Weg. Unterwegs könnten wir auch neue Eier holen für unsere Small Birds. Und wir könnten ausprobieren, ob wir den Sumpf ausheben können mit den Schaufeln und uns so einen sicheren Weg bahnen. Das wäre ja auch ganz schick. Obwohl, jetzt wo ich das gerade so sehe, wenn wir eigentlich hier langlaufen würden, den Weg entlang, und dann hier über das grüne Stückchen, dann ist der Weg eigentlich einigermaßen sicher. Wir sind halt nur früher immer hier am Rand lang gelaufen, weil wir nicht durch die Mitte durch wollten, weil wir dachten, da wäre noch mehr Sumpf. Aber ja. Was brauchen wir denn alles, wenn wir dahin wollen? Wir brauchen auf jeden Fall die Schaufel, um den Sumpf auszuheben. Hier die Straße lang. Wir brauchen Essen. Wir brauchen eventuell den Kühlschrank, damit unser Essen hier nicht schlecht wird. Wir brauchen eine Rüstung und einen Helm. Das müssten wir eigentlich haben. Und Holz und Gras für die Nacht. Also, checken wir mal. Wir haben. Da ist unsere Rüstung. Die Panflöte und der komische Helm können hier bleiben. Wir brauchen definitiv mehr Kisten. Okay, erstmal hier rein. So, du bleibst hier, die Zähne bleiben auch hier. Die Samen können auch hier bleiben. Was brauchen wir eigentlich für den Kühlschrank? Und unter was war der Kühlschrank? Essen? Icebox. Zwei Steine, zwei Gold, ein Brett. Zwei Gold, das passt doch. Steinblöcke sind auch schnell gemacht. So, so. Rest schnell wieder rein. Und ein Holzbrett. So. Mal gucken, wie viel da reinpasst in die Icebox. Und wir müssen ja noch vorher erforschen. Icebox, 100 Punkte. Oh, ist doch nicht schlimm. So, eine Icebox, die nicht zu nah ans Feuer darf, wie es scheint. Und man kann recht schwer erkennen, wo das. Also doch, hier könnten wir es hinstellen. Ich hätte die ganz gerne neben das Essen. Ja, da passt doch. So, das. Hier sieht ja cool aus. So, also das ist unsere Icebox. Da tun wir jetzt mal alles so an Essen rein, was nicht schlecht wäre. Oh, nee, warte. Als wir das gerade rausgeholt haben, dann fing es erst an runter zu ticken. Also ja, wir können die Kochtöpfe auch als Vorratslager benutzen. Was kann hier noch alles schlecht werden? Nix. Und nur der Kürbis. Ja, also wirklich viel zum Einlagern haben wir ja nicht. Das kommt jetzt dahin. Die Samen können wir noch hier lassen, um später die Small Birds füttern zu können. Wir brauchen noch einen Hammer. Genau. Und wir brauchen noch Holz. Die Fackel nehmen wir auch mal mit. Und den Miner hätten nur für den Fall auch. So, jetzt haben wir zwar nicht mehr viel Platz im Inventar. Das können wir aber später noch alles ausmüllen. Weil sowas wie Dünger zum Beispiel oder die Rabenfeder, das brauchen wir alles nicht. Aber das will ich jetzt nicht machen, sonst kommen wir gar nicht mehr los und es ist gleich wieder Nacht. Das wäre ja auch doof. So, unser Essen. 7 Stück gutes Fleisch. Das müsste auf jeden Fall für die Fahrt reichen. Ja, was könnte noch haprig werden? Die Rüstung ist nur bei 32%. Das heißt, wenn wir von Wölfen angegriffen werden würden, hätten wir ein Problem. Zumal letztes Mal waren das ja schon richtig viele. Ich glaube, es waren irgendwie 8 oder so. Das, ja, da müssen wir definitiv aufpassen. Und wir hätten diesmal ja auch keine Jack-Unterstützung. Das war ja letztes Mal auch recht genial, dass dann der ganze Trupp von den Jacks angestürmt kam. Und das wie so ein Royal Rumble ausgeartet ist, also jeder gegen jeden. Aber ja, darauf könnten wir also auch nicht mehr bauen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einfach weglaufen müssen. Oder mischen. Ist der Boden hier neu? Der Steinboden sieht komisch aus. Rocky Turf nennt sich der. Na gut. Nehmen wir einfach mal mit. Aber ich hätte schwören können, wäre vorher nicht da gewesen. Oder ist mir einfach nie aufgefallen. Und das hier ist auch neu. Also das da ist Heu, das kennen wir. Das helle und das dunkle Gras kennen wir auch. Aber das hier? Wie heißt denn du? Ah, dich können wir gar nicht ausgraben. Das ist also
Der normale Boden ohne irgendwas drauf. Okay. Also ja, was es mit dem Grassohlen auf sich hat, habe ich noch nicht wirklich rausbekommen. Das müssen wir dann gucken, aber bis dahin können wir es immer noch verfeuern. Oder halt zu Dekozwecken benutzen. Allgemein hätte ich ganz gerne wieder neue Inseln oder andere Inseln. Aber ich denke mal, selbst wenn sie sowas reinpatchen würden, müssten wir dafür eine neue Welt anfangen. Das wäre ein bisschen doof. Allgemein würde ich auch ganz gerne die nächsten Charaktere freischalten, aber dafür müsste ich sterben. Das ist auch nicht so. Uah! Gut, dass da keine gelbe Spinne mit bei ist. Also ja, ich würde eigentlich ganz gerne auch die neuen Charaktere freischalten. Aber dafür müsste ich sterben. Das finde ich auch einigermaßen doof gelöst. Also ja, normalerweise stirbt man die ersten paar Male eh und kriegt so genug Erfahrungspunkte, um. Ganz ruhig. Kriegt so genug Erfahrungspunkte, um die ersten Charaktere freizuschalten. Aber wenn man es dann erstmal so gut am Laufen hat wie wir jetzt hier, dann stirbt man eigentlich nicht mehr. Das könnten sie irgendwie anders lösen. Dass man halt für jeden Tag irgendwie Erfahrungspunkte bekommt und dann vielleicht über die Forschungsmaschine andere Charaktere freischalten kann. Ihr beiden hängt hier immer noch rum, huh? Okay. Und wir hatten letztes Mal noch mehr weggejagt. Also die zwei waren ja schon vorher da. Den einen ganz oben. Den hatten wir beim letzten Mal da hängen gelassen. Und ich glaube, wir hatten noch irgendwo welche positioniert. Das heißt, theoretisch müssten jetzt alle Eier unbewacht sein. Wenn sie denn überhaupt gelegt werden. Das müssen wir auch nochmal testen. Und hier ist der Boden wieder so komisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das neu ist. Entweder das oder ich habe langsam Halluzinationen. Ja, da lang. Hier wird gleich dunkel. Aber ich bin eigentlich versucht, die Nacht einfach mal durchzulaufen. Wir haben ja erstmal eine Fackel. Oh, er ist noch da. Wir haben ja erstmal eine Fackel und wir haben noch den Helm. So, ein Ei haben wir schon mal. In dem Nest ist nix. Und in anderen Nestern ist auch nix. Das heißt, es kann echt gut sein, dass die Eier nur respawnen, wenn auch ein Tollwirt da ist. Und da wir jetzt ihn auch wieder weglocken werden, haben wir wieder ein Nest weniger mit dem Ei drin. Dann bleibt nur noch das da hinten und das da vielleicht. Oh, eine Rüstung. Mit 1%. Okay, deswegen habe ich sie wohl weggeschmissen. Das sollten wir auch gleich wieder machen. Sobald wir nicht verfolgt werden. Bleib doch mal auch irgendwo hängen. Oder am besten lauf zurück. Also die kleinen, die Small Birds, die essen ja Samen. Vielleicht kann ich ihn ja auch ablenken. Ja, kann man. Oh, sehr schön. Und Helm sollten wir gleich aufsetzen oder Fackel in die Hand. Eins von beiden. So. Also das hier war mal die Bieneninsel. Oh, da ist wohl noch eine Biene. Ah. Oh oh. Ja, da war sogar noch eine Biene. Und was mir auffällt, wir haben kein Netz dabei. Das ist gar nicht gut. Sonst hätten wir das Ding da noch einfangen können. Und auch bei uns zu Hause in der Basis, also in der alten Basis, werden ja auch noch Bienen rumschwirren. Und wir brauchen 4 Bienen, um neues Dingens zu bauen. Ja, das hätte ich mir besser überlegen sollen. Helm ist bei 49, hält sich gut. Und wir brauchen eigentlich gar nicht beides. Wir brauchen nur eins von beiden. So. Fackel ist bei 45. Die stellen wir doch schon mal auf Slot 2. Und wir sind nachts im Sumpf. Das ist gar keine gute Idee. Ich setze jetzt doch meinen Helm auf, der bringt ein bisschen mehr. Tu die Fackel weg. So. Und buddel jetzt mal den Sumpf weg und guck, was passiert. Die Straße können wir anscheinend. Wow, wow, wow. Ist was? So. Also die Straße, wollte ich gerade sagen, können wir anscheinend nicht wegbuddeln, aber doch konnte ich. Und es gibt sogar einen extra Straßenbelag. Können wir jetzt den Tentakel irgendwie ausbuddeln? Das wäre ja auch nicht schlecht. Oh, 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 oh. Okay, okay.
Ich versuch's nicht nochmal. Mehr Fleisch. Oh, und das Fleisch bringt, glaube ich, jetzt wieder mehr Lebenspunkte. 66. 100. Na gut, laufen wir einfach weiter. Der Helm hat noch 36%. Das muss reichen. Außerdem ist ja auch gleich Tag. Und eigentlich müsste gleich der Grasboden kommen. So, Helm weg. Und da ist auch schon der Grasboden. Sehr schön. Den Helm nochmal aufsetzen, sicherheitshalber. Auch wenn hier eigentlich nichts passieren dürfte. Aber eigentlich ist immer so eine Sache. Und auf dem Rückweg sollten wir vielleicht noch ein bisschen mehr Sumpf mitnehmen. Damit wir bei uns hier hinten auf der Insel irgendwo einen kleinen Minisumpf erstellen können. Wofür auch immer wir den genau benutzen können. Aber ich denke mal, da kommt später noch irgendwas da hinzu. Und dann wäre schon mal ganz praktisch, den zu haben. Obwohl, dann soll ich das jetzt kurz machen, sonst vergesse ich das auf dem Rückweg wieder. Einfach so noch 4-5 Stück, das muss ja erstmal reichen. Wir wollen ja keine riesen Sumpf da ausgraben, sondern einfach nur so ein Mini-Biotop haben. So, du kommst mit. Auch wenn das sehr irritierend aussieht, einfach mal den ganzen Boden hier auszuheben. Sieht irgendwie aus wie ein Fundament für ein Haus. Was auch noch eine sehr, sehr schöne Neuerung wäre. Häuser. Aber es würde das Ganze wahrscheinlich viel zu sicher machen. Oh, ich würde eigentlich ganz gerne die Spinnenseide da haben. Auch wenn mein Inventar schon wieder total zugemüllt ist. So, Spinnenseide. Haben wir schon zwei Stück von? Oh. Aber da konnte man gerade ganz gut sehen, dass als die Spinne rausgebrochen ist, dass da drunter gleich ein neues Einerei war. Aber ich hätte schwören können, es wäre auch vorher ein Einerei gewesen. Aus dem Einerei spielt die Königin raus und neues bleibt da oder das alte ist einfach da stehen geblieben. Eins von beiden. Muss ich mir nachher nochmal in Zeitlupe angucken. Ja, ich bin ein hässlicher Affenmensch. Das ist vollkommen richtig. Nee, Schweinekönig wollen wir nicht. Wir wollen weiter. Sind ja auch schon gleich da. Sehr gut. Machst du irgendwas Neues? Oh ne, die will er nicht. Hier. Ja, du bringst Gold. Nichts Neues also. Oh, wir könnten mal ein paar neue Sachen ausprobieren. Isst du gerne Boden? Nein. Isst du gerne Eier? Nein. Nimm, nimm, nimm. Isst du gerne anderen Boden? Oder den Boden? Gras. Nest. Nö. Ja, okay. Wohl nichts Neues bei ihm. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, also irgendwelche neuen Rezepte mit eintauschen oder so. Allgemein, wir tauschen auch ganz schick. Also eine Art Händler. Könnte ja auch ruhig Schweinehändler sein, in so einer kleinen Holzhütte oder so. Aber nö, noch nicht. Den Boden lasse ich mal hier. Was war das noch für ein Boden? Das war Straße. Nee, Straße würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Das wäre bestimmt ganz gut zum Sortieren von der Basis. Das Gold wäre nicht ganz so wichtig. Wir haben ja überall Steine bei uns in der Nähe. Ja. Und was brauchen wir eigentlich für das Netz, um die Bienen zu fangen? Werkzeug? Da brauche ich da eine Maschine für. Ja, anscheinend. Nee. Na gut, das müssen wir also auch gleich machen, wenn wir in der Basis sind. Und wir könnten vorher schon mal ein bisschen Dünger einsammeln, damit wir Brennmaterial haben. Auch wenn wir genug Holz dabei haben, aber das muss ja nicht sein. Holzhacken dauert irgendwie immer viel zu lange. So, Dünger mit. Oh, und wir könnten die ganzen Schweinehütten abreißen und mitnehmen. Ach ja, das alte Lager hat doch echt was. Aber gut, soll er erstmal Licht machen. Ist zwar noch nicht dunkel, aber das wird schon gleich noch. Noch mehr Holz. So. Dann gucken wir mal ganz kurz, was wir denn jetzt brauchen für das Netz. Hier nicht.
Hier nicht. Hier. Unter was zur Hölle war das Netz? Ah, hier. Ein Seil. Ja, ein Seil müssten wir hinbekommen. So, jetzt können wir auch neue Bienen fangen. Wo ist unser Bienenkorb? Zack. Ich glaube, der war irgendwo hier. Jo, ich höre schon welche. Das nervige Geräusch werde ich nie in meinem Leben wieder vergessen. Eins. Oh. Sind wir schneller als eine Biene? Jo. Wow. Das ist neu. Glaube ich. Aber so kommen wir wenigstens an die Bienen ran. Und die machen fast gar keinen Schaden. Okay. Gras kann hier bleiben. Honig, 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 Honig. Leider keine Honigwabe. Die brauchen wir ja eigentlich, um neue Bienenstöcke aufzubauen. Aber das wäre wahrscheinlich zu überpowered, wenn wir dann aus einem Bienenstock gleich ganz viele machen könnten. Denn Honig ist irre praktisch. So, euch holen wir mal raus. Und das tun wir da rein. So, zusammen mit, ruhig gleich einmal Honig und ein bisschen Füllmaterial. So. Du kannst auch gleich gegessen werden. Was machen wir jetzt die Nacht über? Gar nichts. Erstmal abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.